Heute zeigen wir Ihnen, was alles im Lieferumfang des X-Tool P2 enthalten ist und was Sie vor der ersten Benutzung tun müssen. Überprüfen Sie den Laser nach dem Auspacken zuallererst einmal auf äußere Schäden. Sollten Sie Schäden am Gerät feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler. Alles okay? Dann geht es jetzt an den Aufbau. Im Innern des Geräts finden Sie das gesamte Zubehör. Wenn Sie alles aus dem Laser entfernt haben, lösen Sie jetzt die Schraube der Bodenplatte und nehmen dann den Schaumstoff und die Acrylplatte heraus. Schrauben Sie die Bodenplatte anschließend dann wieder fest. Enthalten sind Flexschlauch inklusive Klemme, Schraubendreher, Materialklemmen, Innenbusschlüssel, Schrauben, Frostschutzmittel, ein USB-C-Kabel, Trichter, Stromkabel, die Anleitung, Lindensperrholz, Kraftkarton und Acrylglas. Die Schutzfolien können Sie einfach abziehen. Lösen Sie jetzt die Schrauben an der inneren Rückwand. Und das gleiche auch nochmal von der anderen Seite. Jetzt können Sie die hintere Abdeckung abnehmen und den Wassertank auf der rechten Seite aufschrauben. Trichter rein. Und nun die erste Füllung Frostschutzmittel und destilliertes Wasser einfüllen. Wie viel Sie jeweils benötigen, können Sie der mitgelieferten Anleitung entnehmen. Stecken Sie jetzt das Stromkabel ein und entsperren den Notausschalter. Jetzt können Sie den P2 einschalten. Die Flüssigkeit wird nun eingesogen. Nach ca. 30 Sekunden können Sie den Laser wieder ausschalten und die zweite Füllung hinzugeben. Auch hier können Sie die benötigte Menge der Anleitung entnehmen. Verschließen Sie am Ende den Wassertank und schrauben die hintere Abdeckung wieder an. Bringen Sie jetzt den Abluftschlauch am P2 und, falls Sie diesen besitzen, an Ihrem Abluftfilter an. Alternativ können Sie den Schlauch natürlich auch einfach aus dem Fenster hängen. Jetzt kann es losgehen. Schalten Sie den P2 ein und verbinden ihn via USB-Kabel mit Ihrem Computer. Öffnen Sie die Creative Space Software und klicken oben rechts auf Gerät verbinden. Fertig! Ihr P2 ist jetzt einsatzbereit und Sie können direkt mit Ihrem ersten Projekt starten.